Ja, Nico Kurz, danke, dass du so kurzfristig Zeit gefunden hast, für unseren WM-Countdown ein Interview durchzuführen. Die wichtigste Frage natürlich in diesen Zeiten erstmal, wie geht's dir? Ja, erstmal cool, dass es geklappt hat. Von meiner Seite auch alles sehr spontan noch, aber hat ja geklappt. Ne, passt alles soweit. Bin gerade in der Vorbereitung und mir geht's soweit ganz gut. Wie war das Dartjahr 2020 für dich? War ja ein besonderes Jahr auch im Dartsport. Du hast viel online gespielt, zum Beispiel die Covid-Serie. Wie hast du das Dartjahr empfunden? Ja, gut, was heißt besonderes Jahr? Es war ja dann doch am Ende nicht so viel, was dann am Ende auch für meine Verhältnisse stattgefunden hatte. Ja, man musste sich halt so ein bisschen anpassen, der Lage entsprechend, und hatte dann so ein bisschen versucht, auch das ein oder andere Online-Turnier zu spielen und versucht halt irgendwie weiter im Training zu bleiben. Du konntest dich in diesem Jahr für zwei European Tour Events qualifizieren, hast da auch ja, zweimal die zweite Runde erreicht. Das ist ja vorher nicht gelungen. Ja, wie war dein Eindruck auf der European Tour dieses Jahr? Ja, gut, ich sag mal, das, was stattgefunden hatte, war ganz in Ordnung für meine Verhältnisse, fand ich. Die Qualis haben gut funktioniert, ich habe mich gut gefühlt dabei. Die Erstrunden-Matches waren gut, Zweitrunden-Matches waren vielleicht ein bisschen Pech dabei, vielleicht nicht ganz so gut ins Spiel gekommen, aber nichtsdestotrotz führt das ja eigentlich dann doch gerade auf Hinsicht der European Tour doch zufrieden. Jetzt warst du für viele überraschend in Riesa nicht am Start. Da hätte dann eine Quali alleine schon gereicht, um dich für die European Championship in Dortmund zu qualifizieren. Was war der Grund, wieso warst du nicht in Riesa am Start? War das nie geplant vorher? Was heißt nicht geplant? Wie, glaube ich, jeder weiß, bin ich noch ganz normal berufstätig. Und es hatte einfach berufliche Gründe gehabt, dass es dann halt an dem Donnerstag nicht gepasst hatte, nach Riesa zu kommen. Ja, das war eigentlich so der Hauptgrund. Jetzt hast du dich in diesem Jahr wieder über die Super League für die WM qualifiziert. Die Super League war ja auch dieses Jahr besondere Umstände. Wie hast du das empfunden, dieses Jahr, die Super League, vor allem in die letzten Spieltage und dann auch die Playoffs? Ja, das war, glaube ich, für jeden erstmal ein neues Format, das Ganze so auszutragen, dann auch, sage ich mal, mit Live-Übertragung im Fernsehen etc. Ja, ich kann jetzt nichts Schlechtes zu dem Format sagen. Das war, glaube ich, für viele Spiele war es ein angenehmes Spielerlebnis, da dann das doch so weiterzuführen. Und ja, war für mich ganz in Ordnung. Logisch hat dann auch am Ende noch geklappt, da freut man sich natürlich noch mehr. Ja, war ganz in Ordnung. Du sprichst es schon an, das Finale gegen Dragutin Horvat, da war ja so viel drin, das war ja mega spannend. Du lagst 4 zu 7 zurück, hast dein Matchstart verpasst und dann kam Bratzo zurück, fast die 141 zum Match gescheckt, ganz knapp das Doppel verpasst und du am Ende dann die Doppel 2 getroffen. Nimm uns doch mal mit, wie war das von deinen Emotionen her? Das war ja wirklich schon ja, eine super spannende Geschichte. Ja, definitiv. Das war, ich glaube ich, von Höhen und Tiefen auch bei dem Spiel alles mit dabei. Am Ende, glaube ich, hatten wir es beide verdient gehabt. Ja, ich meine, gerade jetzt das letzte Leg, wenn Brazzo die 141 ausmacht, dann hat er gewonnen, hat er auch verdient gewonnen. Andersrum war es dann halt für meine Seite so. Wenn man, glaube ich, ganz ehrlich sieht, war es halt wirklich ein Finale, wo wirklich auf Augenhöhe war, wo es am Ende wirklich beide verdient hätten. Aber am Ende darf halt nur einer gewinnen. Wie sieht jetzt die Vorbereitung auf die WM aus? War jetzt auch schon viel Vorlauf, dass du wusstest, dass du wieder mit dabei sein wirst. Hast du wieder ein paar Tage frei von deiner Arbeit aus? Wie sieht die Vorbereitung aus? Ja, ich bin jetzt seit Anfang der Woche bin ich jetzt zu Hause. Bin auch davor regelmäßig schon trainieren gewesen. Freistellung dieses Jahr explizit so wie letztes Jahr gab es jetzt so nicht, weil auch genug Urlaub noch über war für andere Sachen, die im Jahr ausgefallen sind, wo halt dann der Urlaub nicht gebraucht wurde. Und von daher ist jetzt erstmal Resturlaub, der weggeht, und dann passt es schon. Wir nehmen es gerade auf am Mittwoch, den 2. Dezember, heißt, wir kennen deinen ersten WM-Gegner noch nicht, da die Auslosung erst morgen am Donnerstag ausgeführt wird. Wirst du die Auslosung dann auch verfolgen morgen? Ich denke schon. Wenn wir überlegen, letztes Jahr lief es ja bei der WM wirklich gut. Also für dein Debüt war es ja eine Wahnsinnsgeschichte, dritte Runde erreicht, fast den neuen Darter gespielt. Wie sieht es dieses Jahr aus? Was hast du dir vorgenommen? Womit wärst du denn zufrieden bei der WM? Zufrieden, glaube ich, ist man immer, wenn man bei einer WM generell auf großen Bühnen
gegen gute Gegner einfach sein Spiel abruft und eine ordentliche Leistung bringt. Und dann spielt sich das so von Runde zu Runde weiter. Wenn man halt dann gut spielt, kommt man auch weiter. Und wenn man halt nicht gut spielt, ist man schnell wieder draußen. Es ist gerade frisch reingekommen, die News, dass die WM das doch mit Fans gespielt wird. Also bis zu 1000 Fans werden Possession wohl mit dabei sein. Ist das was, wo du sagst, das kommt dir eher entgegen, dass da keine Stille herrscht oder keine eingespielten Sounds, sondern wirklich reale Fans im Hintergrund? Gut, sag mal, ich habe jetzt nicht so die Erfahrung damit gemacht, so oft zu spielen, dass virtuelle Zuschauer eingeschaltet werden etc. oder generell dann ohne Zuschauer, bis auf jetzt das Super League-Finale. Also kann da jetzt kein Vor- oder Nachteil für meine Seite sagen darüber. Was nimmst du mit von der letzten WM? Sind da spezielle Sachen bei, wo du sagst, die Erfahrung habe ich gemacht und die wird mir jetzt für diese WM speziell helfen? Ja, ich glaube, das ist generell dann, wenn man das erste Mal bei einem Turnier dabei ist, dann in dem Fall halt natürlich die Weltmeisterschaft, wo natürlich das Größte für jeden Dartspieler ist. Man weiß natürlich dann jetzt schon, wie die einen oder anderen Abläufe dann sind, im Vorfeld vom Spiel, die ganzen Gegebenheiten etc. Und dann natürlich auch auf der Bühne zu spielen. Letztes Jahr vorher von den massigen Zuschauern, die da wirklich eine Stimmung in den Halligalli gebracht haben, das war ja der Wahnsinn. Ja, man weiß jetzt schon so ein bisschen, was auf einen zukommt, so. Und man versucht es dann einfach dann wieder mitzunehmen, sich dann irgendwie hochzuziehen und wieder sein bestes Spiel abzurufen. Dann blicken wir noch ein Stück weiter. Die allseits beliebte Frage, die Q-School 2021, wo wir noch gar nicht wissen, in welcher Form, ob die überhaupt stattfindet. Wenn sie stattfinden sollte, wirst du A wieder teilnehmen und B natürlich die Frage, die alle brennend interessiert, ist da auch der Versuch, vielleicht eine Tourkarte zu spielen dieses Jahr ja im Vordergrund? Sagen wir auf jeden Fall, dass ich, wenn es stattfindet, auf jeden Fall alle 4 Tage spielen werde und dann wird man sehen, was am Ende dabei rauskommt. Ja, das klingt doch sehr gut, Nico. Wir danken dir für deine Zeit, dass du dir Zeit genommen hast. Wünschen dir natürlich alles Gute und viel Erfolg bei der WM vom gesamten Daten.de-Team und ja, würden uns freuen, wenn wir uns danach wiederhören. Vielen Dank, gerne.